Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. Und es geht weiter. Hier in unserer neuen Bude, die wir uns letzte Folge gekauft haben. Schon ziemlich groß hier, für $150. So. Wir hatten ja das Paket hier abgegeben. Und jetzt checke ich nochmal die Karte aus. Was können wir so tun? Wir machen heute wieder weiter mit Hauptquest, liebe Freunde. So. Hier können wir noch eine Immobilie kaufen. Da können wir spielen. Da haben wir noch was zu tun. Da oben auch. Ich würde sagen... Ne, weißt du was, das nehmen wir mit. Hier die fremde Person. Da helfen wir doch mal, Freunde. Da reite ich gleich mit dem Pfeffi hin. Pfeffi? Wo bist du? Ach du Scheiße. Den Pfeffi haben sie eingesperrt. Ach ne, da ist er. Da ist er. Grüß dich, Pfeffi. Machen wir los, würde ich sagen. Du kannst jetzt am Arm drücken. Alter, was kann man denn hier noch alles spielen? Komm, Arm drücken, das... Komm. Das lasse ich mir nicht nehmen. Also, ich kann ja wohl nicht alles verkacken. Das muss ich ja wohl hinkriegen. So. Let's go. Arm drücken. Machen wir. Ja. Wessen Arm als erstes den Tisch berührt, verliert. Bestimme einen Wetteinsatz, je nachdem, für wie stark du dich hältst. Ja, machen wir mal so erstmal $1, ne? Erstmal gucken hier, was wir, wen wir da vor uns haben. Der Sheriff hier anscheinend. So, Sicht können wir ändern, Einsatz ändern, Einsatz bestätigen, machen wir. Tippe A wiederholt an zum Drücken. Halte A gedrückt, um zu verteidigen. Was war das? Halte A gedrückt, um zu verteidigen und Kraft aufzutanken. Beobachte den Gegner. Okay, okay. Nehmen wir nochmal, Hier, komm, also. So, zack. Ja, hä? Warte mal. Wenn du nah am Tisch bist und deine Kraft voll ist, ist ein spezieller... Irgendwas mit X. Also, okay, warte. Komm, wir probieren es nochmal. Das Ding ist halt, warum haben die das so gemacht, dass du während du spielst das Tutorial lesen musst? Wessen Arm als erstes den Tisch berührt, bla bla bla. Einsatz bestätigen. Tippe A wiederholt an zum Drücken. Halte A gedrückt, um zu verteidigen, Kraft aufzutanken. Beobachte den Gegner um seine Aktion. So, und dann drücken. Und drücken. Alles klar. Jetzt habe ich. Das Gesicht deines Gegners sieht müde aus. Das ist deine Chance zu drücken. Okay. So, und was war das mit X noch? Aber jetzt habe ich den Dreh raus, Freunde. Jetzt weiß ich Bescheid. Ja. Und zack. Bam, Junge. Was sagst du? Her mit der Kohle. So, kann ich jetzt ein bisschen mehr setzen? Was ist mit Marstons Gesicht gerade? Habt ihr es gesehen? Alter, das nimmt den ganz schön mit hier. Ich weiß nicht, ob ich das weitermachen soll. So, der nächste. Komm, pass mal auf. Da hauen wir jetzt mal 5 in den Pott. Haben wir die Kohle. Zack. Ja. Zack. Oh. Ah, okay. Wir sehen es am Gesicht. Na komm. Hä? Fuck. Der Gesichtsausdruck deines Gegners, ja? Komm, nochmal. Bam. Da war er. Komm, wir machen jetzt Einsatz ein bisschen höher. Let's go, nochmal. Holy shit. Und jetzt wieder, wo ich so viel reinge... Nee, komm. Komm her jetzt. Da ziehen wir jetzt durch. Machen wir jetzt $1, ist mir egal. Hilfe überspringen.
ist. Ja, komm. So. Ready, 2, 1, heave! Bam. Komm, $1 weiter. Je mehr wir setzen, desto besser ist er wahrscheinlich, oder? Bam! So, jetzt wurde gespeichert. Komm, jetzt setz ich mal ein bisschen mehr. So, zack, 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 zack. Machen wir nochmal $5. Zack. Okay. Ja, guckst du, wa? Oh, nochmal 5. Let's go. Komm und bam. Haben wir irgendeine Herausforderung mit Armdrücken? Oh, Verzeihung. Journal. Herausforderungen. Irgendwas mit. Ach nee, das war doch bei den Klamotten. War das. Also ich meine, pass mal auf, weißt du was? Wir machen jetzt mal den höchstmöglichen Einsatz zum Schluss noch. Und dann machen wir Hauptquest, Freunde. So, zack, 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 zack. Ach, mehr als $5 geht gar nicht. Ach, okay. Ready, 2, 1, heave. I'll start trying to take soon. Na komm. Das ist doch nicht wahr. Ich sehe das nicht so richtig an seinem Gesicht. Der guckt halt die ganze Zeit böse jetzt. So, jetzt guckt er. Nee! Hä? Irgendwie, ich weiß auch nicht. Der hat doch dann immer müde geguckt auf einmal. Warum? Ach, egal. Wir haben es gemacht, Freunde. Junge, der Rucke ist hier alles am Verkacken. Alles, Junge. Der kann keine Hufeisen werfen. Der kann kein Fingerfilet spielen. Der kann ja nichts. Der kann nicht mal Arm drücken, richtig. Wenn sich das hier rumspricht, Alter, ne? Kann ich dann demnächst gegen die Neugeborenen Armdrücken machen. So, was haben wir hier? Hier, komm, das kaufen wir gleich. Guck dir das an, das nehmen wir gleich mit. Oder ist das wieder zum Mieten? Und hier ein Freudenhaus, oder was? Hallo Mädels. Na? Howdy. Was denn? Hat sich schon rumgesprochen? Einmal habe ich gewonnen beim Armdrücken. Ach so. Ach so. Wir haben es nicht geschafft. Ich bin so ein Held, ne? Wie viele Menschen hier. So, kann ich das jetzt bitte kaufen oder kann ich es nur mieten? Geh weg! Kaufen für 250. Ja, mach mal. Ich muss meine Kohle loswerden. Immobilie gekauft. Wunderbar. So. Pfeffi. Wir machen weiter. Oh, warte, hier gibt's noch. Oh, hier gibt's noch ein Fragezeichen. Das ist doch hier, oder? Wo muss ich da hin? Das gucke ich mir mal an. Nee, hier nicht lang.
Mann, eigentlich wollte ich Hauptquest machen. Mach mal nächste Mal, Freunde. Mach mal nächste Mal. Wir machen jetzt wirklich Hauptquest. Der Ruckel kann sich wieder nicht entscheiden, ey. Ja. Mal kurz. Ist das etwa... War das? Nicht... War das nicht das Kraut? Ja, Schmetterlingskraut. Geil. Ich glaube, jetzt fehlen nur noch zwei, ne? Machen wir auch noch voll, Freunde. So. Ach, nee. Ich hatte mir den... Ich hätte mir hier das Fragezeichen markiert. Na gut, mal nehmen wir das jetzt noch mit. Alles klar, hier hat Da Vinci am Start oder was? Schönen guten Tag. Hello there, friend. You come to enjoy the scenery? I guess I have. What are you doing out here? You know, I'm trying to capitalize on the stiff upward breezes in this region to launch my first ever flight. You're gonna try to use that crazy thing to fly? I'll be soaring like an eagle, or my name's not Charles Kinnear. I should be the first man swooping through this valley. Yes, I shall. I'd leap off now, only it seems like I need more adhesive to keep the wings together. I've concocted my own special formula, since that store-bought stuff isn't strong enough. However, I can't abandon my machine to gather more materials. What kind of materials are you... talking about, Charles Kinnear? I need a bunch of bird feathers, doesn't matter what kind, along with a parcel of beaver hides to boil down, along with some red sage to make it all pliable. Haben wir doch. Okay. Also zumindest in Salbei. I think I can find all that stuff. I'll be back, Charles, because you leaping off that cliff is something I have to watch. Oh, they doubted dear Icarus, sir. Yes, they did! Finde die Zutaten für Charles. So, eine Sache können wir doch schon abgeben, oder? Oder muss ich gleich alles finden? Okay. So, pass auf, Karte. Machen wir jetzt zu De Santa. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Gucken, was der noch so zu tun hat. Zum Zielort reisen. Let's go. Und da sind wir schon. Hoi Männer! Komm zwischen... Kann ich erstmal pennen gehen oder was? Marston, komm. Wo steht denn hier meine Butze, Junge? So. Zack. Da gucke ich gleich mal, was wir für die Outfits noch so brauchen. Outfit wechseln. Twin Rocks versteckt, durchsuche Coots Chapel. Das können wir mal machen, beides zum Beispiel. Kommt das Outfit-Koffer beim Schneider in Thieves Landing einen Anzug? Das können wir auch machen. Durchsuche Salamence Folly. Eliminiere alle Spieler in einem Pokerspiel in Armadillo. Fange ein Mitglied der Wardenbande lebend und kassiere das Kopfgeld. Wie gesagt, das machen wir so in extra Folgen. So, wir speichern das Ganze mal, komm. Zack. So, Pfeffi. Da ist er. So,
Und voll reinreiten da. Zack, fertig. Der mexikanische Cäsar. Dale, que ustedes son putas y lo saben. Por favor, no me obligas. Oh, mi amor, nadie te está obligando a hacer nada. Solamente quiero que animes al hombre que va a salvar. Ist mir schon sehr unsympathisch. What's going on here, Captain DeSanta? Just a little recruitment. Nothing for you to be concerned about. You boys using women soldiers now? Our costumes are none of your concern. Apparently not. De Santo Mariconcito, me encontraste algunas chicas. Ay, mamacita, ¿dónde has estado toda mi vida? Ven, ven, mujeres. Ay, me gusta. Stu Patriots were keen to make your acquaintance, mi coronel. Fantastic. I love Patriots. Hey, Sergeant Marston, you here to fight the war? At least I'll make a patriot of you yet. I hope so. Any word of those men? Oh, yes. I heard they were riding with Reyes. I wanted to talk to you about it. De Santo, hable con él. Tell him what I wanted. His Excellency, el Coronel, would like to employ you in escorting a train down rebel country. The job is dangerous, but you'll have the honor of... Another patriot? Of knowing that you served Mexico in her fight against forces that would destroy our society. How much you offer? 20,000 pesos. And information as to the whereabouts of Javier Escuella. Umgerechnet $15. Okay, then. Mexico loves you, Mr. Martin. She has a funny way of showing it. Oh, Gringo, ride with us. Ei, ei, ei. So, na dann, wer seid denn ihr? Ach, hier. Mal mit dem Captain nach Chuparosa. Da können wir kurz ein bisschen die Fahrt genießen. Just that it's a pleasure to see such a noble patriot at work. Your sarcasm is childish and pathetic. This is an important assignment. Our orders are to deliver these munitions to Chuparosa. They will help to finally crush the rebels. I hate to break it to you, Captain, but I think you're gonna need a lot more than this. I know. Most of the supplies are already in Chuparosa. We will deliver them all by train to our base camp in Diez Coronas. Our forces are close to establishing control in that region. Alles klar, wissen wir Bescheid. Oye, Gringo, are you awake? Does it seem quiet to you? Ja, bleib mal auf der Straße, bitte. We have not seen a single rebel yet. I'd say that's a good thing, wouldn't you? Abre fuego! Verteidige den Konvoi. Auf den Kopf, naja, fast. Und hier und zack und zack. Oh, hier wieder Strobo, Staub am Start, Alter. Hm, herrlich, kann ich gar nicht hingucken. So, da kommen schon die nächsten. Komm mal her, zack, bam, bam. Kurzer Prozess und zack, Junge. So, weißt du was, da gönne ich mir jetzt mal kurz eine Runde Kautabak. Zack, ist das Ding wieder voll. Habe ich ja noch nie gemacht. Guck mal, ihmchen hier hinten. Der genießt es richtig. We're on our way to escort a train through rebel-held country. An ambush feels about right to me. Soldado, ¿quién eres? ¿Cuál escuadrón? Somos nuevos reclutas, capitán. Es nuestra primera asignación. I knew I had not seen these men before. They are new recruits. In Escalera, people have been talking about the rebels planning a large attack. If these supplies are so important, why have we been given so few soldiers? Don't ask me.
You're the captain. I thought you were supposed to be fearless. I am fearless, but not brainless. There is something wrong. I feel it. Maybe you just need to take a piss or something. The colonel told me that the Santa had praised my actions at Torquemada and called me a hero. He asked for me to be given this important assignment. Why would he do that? The cabron hates me. Yeah, but doesn't everybody hate you? Maybe we should turn back or wait for reinforcements. If Belinde says he knows where Javier Escuela is, we're doing... More of them! They are above us! Zack. This is getting real nasty. Zack. Komm her. Okay. Da ist der Zug. Warum sind wir so langsam eigentlich? Können wir nicht mal schneller machen? Yes, it seems to be on schedule. At least one thing is going right for us. I agree. We ain't off to a good start. You shoot well, gringo. Tell me something. What is your weapon of choice? What do you mean? Come, my friend. Your belt is full of weapons. Which is your favorite for attacking a man? You ain't right in the head, Captain. Do you want to know what mine is? We are close to Chuparosa now. I still have a bad feeling about this. Tell me, why are you here? What did they promise you? 20,000 pesos. Dass hier nicht so viel gequatscht wird. That is a lot of promises. Do you know where Escuela is? You think I am going to tell you that before you have fulfilled your obligations? Do not take me for a fool. I'm giving you no reason not to trust me. You must understand why we are suspicious of you. Most American vigilantes come here to help the rebels. It is strange you have chosen to work for the army. I'm not working for you. How many times do I have to say this? Call it what you want, gringo. We are exchanging favors then. I ain't seen many favors come my way yet. Abraham Reyes is trying hard to recruit gringos to fight for him. His propaganda is everywhere. He promises women, gold, and of course you come. Money and the chance to interfere in business that is not your own. How can any American resist? I've done everything you've asked of me. If Belinde doesn't give me Escuela and Williamson after this, I think it's best I go ask the rebels directly. Is that a threat? Be warned. You are only alive right now because of me. And you be advised, I don't answer to you, Captain. I have orders to kill you the moment you step out of line. So, ich kann es immer noch nicht überspringen, Freunde. Here we are, at last. Soldados, abordamos el tren. So, wir folgen dem mal. Dem mexikanischen Meister Eder. Oh, wieder ein MG. Das gefällt mir. Geil. Kann ich da ran, oder was? I don't think we have seen the last of the rebels. You recruits can't win a fight like this. I need you to man the Gatling gun. I ain't the soldier here, Captain. Do not question me, gringo. Just do as I say. Alles klar. Vamonos! Na denn? Ante alerta! Take your position now! I hope you know how to use the Gatling gun. Can't be that hard. Just point and pull the trigger. No brave men need to die today. Don't worry, Captain. I've used one of these before. For a cold-hearted killer, you're an anxious son of a bitch, ain't you? We have already been ambushed. Our squad is made up of new recruits and the two men that Santa hates the most. I think it is right to be anxious. Yeah, well, I wasn't exactly expecting a pleasant picnic by the seaside myself. Sonne ist los hier. Ah, da kommen sie. Alles klar. Zack.
Oh Gott, nicht auf die Pferde, nicht auf die Pferde! Ja, komm. Zack. Zack. Es lässt sich nicht vermeiden, Freunde. Es lässt sich nicht vermeiden. So, na? Guten Tag. Zack, zack. Komm du auch noch? Zack. So. Hier noch oder was? Na komm. Oh Mann. Na komm, zack. Andale. Liegen bleiben. Oh oh, rechts und links. Oh nein. So, Freunde, leider ist Virtual Controller wieder abgeschmiert. Deswegen müssen wir nochmal ab hier starten. Zack. 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 Oh ja. Zack. Na, jetzt komm. Komm her. Komm her. Komm schon! Zack! Zack! Uiuiui! Komm her! Na komm! Ja, stellt euch schön in einer Reihe auf! So macht ihr das gut! Ach hier, guck mal! Was wird denn das jetzt hier? Da kommen die hier hoch, oder was? Glaubt doch selber nicht, dass das funktioniert. Runter mit euch. Guckt da erstmal eine halbe Stunde. Komm, kommt alle hier hoch. Kommt alle hier hoch. Genau so. Perfekt. Gut macht er das. Zack. Zack, zack. Zack. Feierabend hier. Jetzt verdrehen, drehen, drehen, das schwere Ding, Junge. Zack, komm her. Du und du. Und du. Oh, oh, krass. Oh. Der hängt da noch im Sattel. Wie krass. Das ist jetzt ein Bug oder kann das wirklich so passieren? Oh, oh, ich sehe gerade, der Zug ist ja gar nicht mehr so auf Vordermann. Mann, dreh, 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 Junge. Oh oh, hoffentlich reicht das noch. Hoffentlich reicht das noch. Dreh. So, Freunde, leider ist schon wieder der Virtual Controller abgestürzt. Es ist wirklich irgendwie verhext heute wieder. Aber jetzt hoffe ich, dass es stabil bleibt.
Oh, komm. Dadurch, dass es da so Checkpoints gibt in der Mission, resettet auch immer die, ich sag mal, die Anzeige vom Zug. Deswegen ist sie jetzt wieder voll. Kann ich leider nicht verhindern, Freunde. Noch mehr. Na komm. Ja, gut. Gut, gut. Wie sieht's aus hier? Na, bald da? Ziehen wir jetzt gegenseitig auf uns, oder was? I don't think the Santa expected us to come back from this. Did you want to kill him, or should I? No. Until I find Escuela, he's more used to me alive. Liebe Freunde, leider ist Virtual Controller wieder abgestürzt und wir sind durchgefahren bis zu dem Checkpoint hier und es hat dann hier gespeichert. Aber viel habt ihr nicht verpasst, Freunde. Wir haben einfach nur ein paar Leute abgeballert. Und das war's. So. Here we are. Thank God. We are lucky to be alive. Go to the camp. The base commander will want to speak to you. So, machen wir mal. Schönen guten Tag. Ja, ja, ich komme. Señor Marston. Thank you for your efforts. The escort was a success. At least some of your men survived. I didn't think to survive myself. My whole life I have dreamed of a glorious death. Vamos! Rapido antes que nos ataquen otra vez. These socialist pigs cannot be allowed to win. So. Alles klar, haben wir das abgeschlossen? Geschäfte haben neue Utensilien im Angebot. Plus 200 Ruhm. Nice. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal eine Pause. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis morgen. Ciao.